Ja, hallo Freunde der Reisebusunternehmen und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu den kleinen feinen Neuigkeiten rund um den Fernbus-Simulator und gleich vorweg, kleiner Disclaimer, Konsolenbesitzer, natürlich, ihr bekommt das ein bisschen später. Wann genau, wissen wir auch nicht, aber wir wissen zumindest, dass es für Steam bzw. für den PC bald einen neuen Bus geben wird, nämlich den Scania Interlink HD. Die neue Generation wird am 17. Mai 2024 hier für den PC veröffentlicht und für die Konsole, boah, ich denke mal roundabout vielleicht im Herbst. Wenn es gut läuft? Nee, jetzt mal ein bisschen Sarkasmus beiseite. Ja, okay, es ist natürlich ziemlich doof, dass die Konsolenbesitzer echt so lange warten müssen. Aber auch auf euch kommt dieser neue Bus zu. Und in diesem kurzen, knackigen Video wollen wir uns den mal ein wenig angucken und ein paar kleine Eckdaten preisgeben. Denn es ist ein neuer Bus, obwohl es wird hier so ein bisschen angepriesen mit die neue Generation im Zeitalter der Zukunft des Reisekomforts. Und dabei ist der Scania Interlink HD eigentlich auch schon seine paar Jahre alt. Denn Premiere feiert er so roundabout, was ich herausgefunden habe, so zwischen 2015 und 2016 und ist damit auch schon so knappe 8-9 Jahre alt. Also von daher, so neu ist er auch nicht. Aber was bringt dieser eigentlich mit? Und so schreibt er Aerosoft und TML Studios folgendes. Willkommen im Zeitalter der Interlink HD, ein Meisterwerk für den Personenverkehr. Erweitert deine Flotte um zwei neue Varianten des Interlink HD und erlebe die Zukunft des Reisens. Der Interlink HD definiert den Komfort mit seinem großzügigen Innenraum und den ergonomischen Sitzen neu. Sein markantes Design und die hochwertige Verarbeitung machen ihn zum Inbegriff von Stil und Eleganz, perfekt geeignet für Mittelstreckenreisen. Im Cockpit des Interlink HD steht der Fahrer im Mittelpunkt. Steht er eigentlich so oder so, aber egal, ich lese es weiter vor. Mit modernsten Funktionen ausgestattet, bietet er ein erstklassiges Fahrerlebnis. Erweitere deine Flotte um den Interlink HD und bietet deinen Passagieren ein unvergleichliches Erlebnis, das Komfort, Stabilität und Stil höchsten Niveau vereint. Okay. So viel dazu. Das klingt mega krass, das klingt mega interessant und ich muss euch mal so ein bisschen aus meiner Warte aus erklären, denn ich bin auch in Sachen Bussen Laie. Ich bin auch beim Fernbus-Simulator ein Laie. Ich versuche euch das mit, ich sag jetzt mal, Witz, Humor und Unterhaltung so ein bisschen zu vermitteln. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir jetzt, wenn ich diese Sätze lese und von diesem Bus einfach keine Ahnung habe und mich selber erstmal so ein bisschen belesen musste, dass dieser Interlink HD, ja, alles bietet, was man braucht. Kleine Monitore in jeden Sitz integriert, dass wirklich die Fahrgäste Filme gucken können, ihre Smartphones anschließen können. Und eigentlich, als er herauskam, war so richtig Smartphone-Zeit noch nicht gewesen, außer vielleicht das Samsung S1 und das iPhone 1. Ich weiß gar nicht, gab es ein Samsung S Galaxy 1? Ich glaube schon, war. Das war, glaube ich, schon irgendwie angedacht gewesen. Wie dem auch sei, auf alle Fälle sind... Ist diese Produktbezeichnung wahrscheinlich passend für das Jahr 2015, 2016, als er so auf den Markt kam, als er vorgestellt worden ist, aber mittlerweile halt auch nur wieder nicht. Wie dem auch sei, wir kriegen einen neuen Bus und dieser sieht auch wirklich schick aus, nur sieht er halt so wie alle andere irgendwie aus und das ist vielleicht mein größtes Problem daran. Warum nicht einfach mal eine komplett neue Marke? Warum geben wir vielleicht nicht den Weg? Und nein, Disclaimer, ich bin nicht jemand, der sagt, wir müssen die Umwelt retten. Ich finde es wichtig und richtig, dass man was für die Umwelt macht, wegen Plastikverzicht und wo es geht und hier und da, außer dass es nicht allzu sehr auf die Kosten uns Mitbewohner geht. Aber nichtsdestotrotz, warum nicht mal auf einen Elektrobus gehen? Warum ist nicht einfach mal wagen, okay, wir hauen jetzt mal ein riesen Update heraus, das machen viele andere auch, nur wir anscheinend nicht, dass man wirklich sagt, okay, wir machen neben Tankstellen auch eine Aufladestation für Busse. Das wäre doch eine coole Sache. Da kann man gleichzeitig Pause machen und dann passt das alles schon. Das wäre ziemlich cool, weil dann wäre man wirklich im Zeitalter des Reisens mit einem Reisebus. Und ich glaube, da gibt es auch viele, viele Möglichkeiten. Falls ihr eine davon wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Zumindest das, was ihr auf den Bildern seht, das sieht vielversprechend aus. Das sieht auch verdammt realistisch aus. Wie gesagt, ich habe mich gerade so ein bisschen schlau gemacht, was es hier zum Interlink HD sozusagen
Wagen gibt. Und wir haben im Endeffekt eine wählbare Länge zwischen 11 und 14,9 Meter. Jetzt nicht hier direkt, hier haben wir im Endeffekt nur 12,8 bis 14,9 Meter. Das reicht mir vollkommen aus. Wir haben einen etwas kleineren und einen etwas längeren. Und je nach Länge natürlich, der längste mit 14,6 ist das komischerweise angemeldet. Eigentlich ist 14,9 der längste, aber okay. Mit 14,6 Meter müssten eigentlich 69 Passagiere Platz bekommen. Wobei wahrscheinlich die 12,8 Meter Variante vielleicht so bei roundabout zwischen 52 und 60 Plätze beinhaltet. Je nachdem, bei 11 Meter geht es so bei 52 los. Also ich denke mal, wahrscheinlich so knapp an die 60 dürfte das Ganze schon so ein bisschen ranreichen. Ansonsten gibt es hier gar nicht viel zu erzählen, außer vielleicht, und damit scrollen wir mal, und ich versuche das jetzt auch mal im Video für euch extra darzustellen, gucken wir uns doch mal die Koppelperspektive an. Erstmal sieht die sehr realistisch aus und ich kann das ganz gerne mal für euch so ein bisschen veranschaulichen, wie es denn in Wirklichkeit aussieht und wie es hier im Spiel aussieht. Und das sieht auch sehr, sehr gut aus. Und ich sag mal so, das markanteste Zeichen, und das sehen wir hier einmal auf diesem Bild, nämlich wenn wir als Fahrgast, sagen wir mal, zum Busfahrer gucken sollten, dass dieses Interieur, diese Ansicht oder sagen wir mal die Armatur so leicht gebogen ist. Das soll es ermöglichen, dass für den Busfahrer alles Mögliche nah beieinander liegt. Das heißt, er muss nicht diesen Ausfallschritt oder diese Ausfallbewegung machen, um zum Beispiel irgendwas beim Navi einzugeben. Das ist so leicht gebogen. Ich bin aber der Meinung, dass dieses Gebogene hier im Spiel nicht ganz so rüberkommt wie in Wirklichkeit. Ich schicke euch mal hier ein Bild rein, so sieht nämlich die Wirklichkeit aus. Das Ganze ist wirklich ein bisschen so, man ist schon so ein bisschen als Busfahrer eingekesselt, dass man halt überall rankommt. Aber ansonsten sieht das wirklich, wirklich richtig schick aus. Wir haben trotz alledem natürlich zwei Möglichkeiten, um ein- und auszusteigen. Einmal vorne und einmal in der Mitte. Und in der Mitte ist das Ganze wesentlich breiter. Das fällt schon auf dem Bild auf, sowohl hier von TML-Seite als auch in der Wirklichkeit. Die Tür ist wesentlich breiter und bietet richtig viel Platz und Komfort, ein- und auszusteigen. Gerade für diejenigen, die sich sagen, boah, ja, so Diät, Fitness ist nicht meins, muss es auch überhaupt nicht. Die haben gar kein Problem, da reinzukommen. Denn ihr wisst alle, so ein Reisebus ist verdammt eng. Und das ist vielleicht auch mein allergrößtes Problem, dass es halt einfach vielleicht ein bisschen zu eng ist. Was mir jetzt auch hier nochmal auffällt, ist mitunter auch, da kann es aber auch verschiedenste Varianten und Typen geben, dass eigentlich der Interlink HD auf manchen Bildern in der Realität mit so Art Parkettboden ausgelegt worden ist. Also sowas wie Laminat, ich sag jetzt einfach mal Laminat, also so Holzboden ausgelegt ist. Hier auf dem Bild beim TML-Variante haben wir wieder einmal Teppich, obwohl wir schon, sagen wir mal, Busse hatten, wo wir das Ganze mit Holz ausgelegt bekommen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es halt Varianten gibt, auch mit Teppich, ob Flixbus den so anbietet, weil dieser Bus, den gibt es ja in der Flixbus-Reihe, so ist es nicht. Also der verkehrt ja wirklich so für den Flixbus. Ich finde es nicht schlecht. Preis steht noch nicht fest. Ich denke mal, bei zwei Varianten können wir uns so leider so bei 14,99, 19,99 ansiedeln. Denn schon die Altano und Astro Mega Varianten, also die Busse, die als letztes released worden sind und irgendwie alle gleich aussehen, diese separaten Busse kosten jeweils 14,95 mit jeweils so 3-4 verschiedensten Längenvarianten. Also denke ich mal, wir werden auch hier so bei 14,95 liegen. Bei zwei Varianten würde ich ehrlich gesagt auch davon ausgehen, vielleicht bei 12,99 ist ein ziemlich hoher Preis. Ich würde es eher gern bei 9,99 sehen, aber ich glaube, das wäre nur Wunschdenken. Also aktuell wahrscheinlich so ein Release wirklich so bei 12,95, 14,95. Alles darüber hinaus wäre noch eine größere Frechheit. Wie gesagt, gerade wie erwähnt, die neuesten, aktuellsten Busse rund um Altano und Astro Mega, die kosten an sich nur der einzelne Bus mit seinen separaten Längenvarianten 14,95. Ich hoffe mal, dass TML vielleicht es irgendwann mal wagt, wirklich in diesen Elektrobereich wirklich mal zu tauchen. Denn als ich so ein bisschen was zum Interlink HD finden wollte, und das war gar nicht so einfach gewesen, weil man sehr schnell auf Seiten gekommen ist, wo man so einen Bus kaufen kann. Und auch wenn ich YouTube mache und ehrlich gesagt davon auch teilweise gut einkaufen gehen kann, also Lebensmittel oder so, könnte ich mir keinen Bus leisten. Aber wie dem auch sei, ich konnte mir halt wirklich, hätte mir einen Bus kaufen können. Und immer wurden mir auch noch Elektrobusse empfohlen und die sahen gar nicht mal schlecht aus. Von daher hoffe ich mal, dass irgendwann mal der Einzug eingeleitet wird, dass die ersten Elektrobusse hier zum Fernbus-Simulator kämen. Da müsste natürlich aber auch ein großes Update kommen, weil wir halt Tankstellen brauchen mit Elektroaufladestationen, wie auch immer man das Ganze nennt, wo man gleichzeitig auch Pause machen kann. Das wäre so ein bisschen meine Idee. Ja,
Ich hoffe, das war auf alle Fälle, ja, Information genug gewesen. Wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, was zu finden. Wenn ihr wollt, ich kann gerne, ihr könnt auch gerne jetzt abschalten oder so, aber wir können gerne mal Folgendes durchgehen. Es gibt auch so eine kleine Testbericht-Variante und da bin ich mal gespannt, ob diese später auch vielleicht in Augenschein geraten und vielleicht uns auch nicht allzu sehr gefallen. Mitunter war nämlich ein Kritikpunkt gewesen, dass diese Matrix-Anzeige für den Fernbus die Sicht der Fahrgäste nach vorn stark einschränkt. Das heißt, das Ganze geht wahrscheinlich relativ weit runter, weswegen die Fahrgäste da vorne nicht allzu sehr den schönsten Ausblick haben. Zudem soll der Fahrgastraumspiegel, also der in der Mitte beim Busfahrer, der genau in der Mitte platziert ist, damit der Busfahrer einmal gucken kann, wie es den Fahrgästen geht, was sie gerade machen, einfach viel zu hoch sein. Und das sieht man auch. Der ist nämlich genau unter dem Monitor. Und das größte Problem ist ja eigentlich bei dieser, ich sag jetzt mal, HD-Reihe. HD steht nämlich für Hochdecker. Das heißt im Endeffekt, die sind vielleicht von der Höhe ungefähr wie die DT-Busse, also Doppelstock-Touristik-Busse, angesiedelt, aber sind im Endeffekt nur eine Etage stark und nicht eine zweite Etage, sind dementsprechend natürlich von Innenraum ziemlich hoch angesiedelt und deswegen musste man den Spiegel vielleicht ein bisschen höher ansetzen. Da gäbe es natürlich bei Komfort und Stil andere Möglichkeiten, vielleicht durch eine Kamera, die noch vielleicht separat, das dem Busfahrer ein bisschen vereinfacht, wirklich nur vielleicht mal kurz auf seinen Monitor zu gucken, der im besten Falle vielleicht auch in Sichtweite ist. Das wäre vielleicht Option gewesen, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Aber wie gesagt, das sind nur die Spekulationen jetzt. Das werden wir uns zum Beispiel auch nächste Woche angucken. Natürlich werde ich den Bus für euch kaufen. Natürlich werden wir uns den angucken. Natürlich bleibt der auch in meinem Repertoire an Fernbussen hier beim Fernbus-Simulator. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns den ja, wie gesagt, einfach mal ein bisschen angucken und so ein bisschen die Mängel ausschreiben. Das war es erstmal gewesen. Ich hoffe mal, und wir haben ja schon mit Astro Mega und den Altano-Varianten neue Busse bekommen von neuen Marken. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich mal, wie gehen vielleicht mal ein bisschen mehr wieder in die Zukunft, beziehungsweise wirklich mal zu Elektrobussen, weil die sind umso mehr gefragt. Freunde, das war's gewesen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin gespannt, was uns da nächste Woche am 17. Mai erwarten wird. Seid gespannt. Wir sehen und hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski.